Eine Kugel soll mittels einer Feder beschleunigt werden, dann in eine Loopingbahn eintreten und zwischen der horizontalen und der vertikalen sich von der Bahn lösen. Der Ablösepunkt wird mit dem Winkel Phi bezeichnet. Machen wir zuerst die Analyse des Problems, zuerst die Beschleunigungsphase. Da wirken mehrere Kräfte auf die Kugel ein, zum Beispiel die Gewichtskraft, die Federkraft, die Normalkraft und dann noch zwei Reibkräfte, nämlich unten eine Gleitreibungskraft und bei der Feder anfänglich eine Haftreibungskraft. Jetzt, wenn wir annehmen, dass die Haftreibungskraft hier wirkt, dann dreht sich ja die Kugel noch nicht. Dann ist das Drehmoment der Haftreibungskraft entgegengesetzt gleich groß wie das Drehmoment der Gleitreibungskraft. Wenn wir jetzt diese Kraftanalyse benutzen, um eine Aussage zu machen über das Gleitreibungsverhalten, bekommen wir diese Formel. Die Gleitreibungskraft ist nicht μ mal Fg, sondern Gleitreibungszahl dividiert durch 1 minus Gleitreibungszahl mal Fg. Dieser Faktor hier, der kann ziemlich groß werden, nämlich wenn μ gegen 1 geht. Das wird dann aber nicht eintreten, weil es gilt noch eine Nebenbedingung. Die Gleitreibungskraft oder eben die Haftreibungskraft muss kleiner sein als μ nach die Gleitreibungszahl mal die Federkraft. Ich habe hier, um es ein bisschen zu vereinfachen, die Gleitreibungszahl gleich der Haftreibungszahl gesetzt. Sobald sich die Feder entspannt, wird dann die Kugel langsam zu rotieren beginnen. Lassen wir diesen Übergang einmal weg und nehmen wir an, die Kugel fliegt jetzt ohne zu rotieren von der Feder weg. Dann setzt eine Rutschphase ein. Das habe ich in einem anderen Video schon mal behandelt und in der Rutschphase gilt, die Geschwindigkeit am Ende der Rutschphase ist 5 Siebtel der Geschwindigkeit am Anfang der Rutschphase. Also wenn die Kugel rutscht und noch nicht rollt, bis sie dann schön rollt. Dann kommt eine Rollphase, bei der nehmen wir an, dass es keine Dissipation gibt. Dann können wir sagen, der Unterschied in der Gravitationsenergie, das heißt die Zunahme der Gravitationsenergie ist gleich der Summe der Abnahme der kinetischen und der Rotationsenergie. Bei Rollbewegung ist der Zusammenhang 7 Fünftel, das heißt die Rotationsenergie ist genau 2 Fünftel der kinetischen Energie, das gilt einfach für die Kugel. Wenn die Kugel höher steigt, dann haben wir hier noch einmal das Kraftbild. Und was passiert jetzt, wenn die Normalkraft langsam kleiner wird? Die Haftreibung wird dann zu klein, um Rollen zu garantieren. Dann setzt eventuell nochmals eine Rutschphase ein. Aber das ist nicht ganz klar, ob in allen Situationen hier noch einmal eine Rutschphase einsetzt. Dann ist die Frage, wann löst sich die Kugel dann definitiv von der Bahn? Das ist dann der Fall, wenn die Normalkraft gleich 0 ist. Das heißt, die Ablösebedingung ist Fn gleich 0. Nun, die Analyse zeigt, dass das ein hochkomplexes Problem ist. Wir haben also eine Phase, wo die Kugel angeschoben wird. Da gibt es zuerst einmal eine intensive Rutschphase mit dieser Gleitreibung. Dann, wenn die Federkraft langsam gegen 0 geht, setzt dann plötzlich ein Rotieren der Kugel ein. Schon dieser Übergang ist schwer zu beschreiben. Und dann kann man für die eigentliche Rutschphase, also wenn die Kugel dann die Feder verlassen hat und in die Rollphase übergeht, eine Beziehung ansetzen. Aber nur, wenn man annimmt, dass die Kugel am Anfang überhaupt nicht rotiert. In der Rollphase beim Aufsteigen kann man einen einfachen Energievergleich machen. Bevor die Kugel abhebt, setzt sehr wahrscheinlich noch einmal eine Rutschphase ein und die Ablösebedingung ist dann, die Normalkraft geht eben gegen 0 und wenn sie 0 ist, löst sich die Kugel von der Bahn. Das Problem ist so eigentlich nicht direkt lösbar, man könnte jetzt aber eine Simulation machen und da würde mich auch schon 2 bis 3 Stunden beschäftigen. Machen wir eine Idealisierung, wie in allen Physikbüchern, nehmen wir an, es handelt sich um einen reibungsfrei gleitenden Körper, der beliebig klein ist im Vergleich zum Radius der Bahn.
dann können wir sagen, die Energie der Feder, das ist Federkonstante halbe mal Verformung der Feder im Quadrat, gibt dann die kinetische Energie des Klotzes. Das heißt, das ist die Federenergie vorher und das hier ist die kinetische Energie nachher. Das ist Masse halbe mal Geschwindigkeit da unten im Quadrat. Dann gibt es eine Gleitphase, und zwar eine reibungsfreie Gleitphase, nämlich der Unterschied oder die Zunahme der potenziellen Energie ist gleich der Abnahme der kinetischen Energie. Und die Zunahme der potenziellen Energie ist Gewichtskraft mal Höhenunterschied, und Höhenunterschied ist mal einen Radius, also groß R steht für den Radius, plus und dann hier noch diese Höhe, das ist Radius mal Sinus Phi. Das entspricht der Abnahme der kinetischen Energie, nämlich m halbe mal Anfangsgeschwindigkeit im Quadrat minus Geschwindigkeit da oben im Quadrat. Die dritte Idee ist dann die Ablösebedingung Fn gleich 0. Also gibt es hier nur noch die Gewichtskraft, die Normalkomponente der Gewichtskraft, also Fg sinus Phi, ist gleich Masse mal Normalbeschleunigung des Körpers, und die Normalbeschleunigung ist V Quadrat durch R. Jetzt kann man diese Bedingung hier umformen, hier einsetzen. Man kann diese Bedingung hier einsetzen und auflösen. Dann kann man sagen, die Verformung, die notwendig ist, um in einem bestimmten Winkel ein Ablöseverhalten zu erhalten, ist Masse mal Gravitationsfeldstärke mal Radius des Loopings durch die Federkonstante mal Klammer 2 plus 3 Sinus Phi und dann noch die Wurzel draus. Diese Formel gibt eine untere Abschätzung, wie viel die Feder zusammengedrückt wird. Jetzt, weil man hier schon Verluste hat beim Entspannen der Feder, dann bei der nachfolgenden praktisch verknüpften Rutschphase, weil man hier noch ein bisschen Rollreibung hat, weil man da oben eventuell noch einmal eine Rutschphase hat, würde ich da noch etwa 50% draufschlagen.